die Wiesentwelt in Bad Berleburg. Das ist ein Tierpark, der auf einem Artenschutzprojekt beruht. Nach 850 Jahren hat man sich nämlich gedacht, man könnte in Deutschland mal wieder Wiesente in der freien Wildbahn ansiedeln. Und das hat auch funktioniert. In der Wiesentwelt leben aktuell 10 davon und die haben so lustige Namen wie zum Beispiel Quattro oder Gute Laune oder Fasel. 2010 begann das Projekt. Der Trägerverein Wiesentwelt Wittgenstein möchte bis zu 25 Tiere auf diese Weise züchten. Wichtig bei einem Besuch der Wiesentwelt ist, dass hier tatsächlich alles naturbelassen ist. Das gilt zum einen für den Weg, man sollte also festes Schuhwerk mitnehmen, aber eben auch für die Tiere. Das Füttern ist nicht erlaubt, Hunde sollen auch zu Hause bleiben und auch sonst sollte man die Tiere lieber in Ruhe lassen. Es sind schließlich Wildtiere und das sollte auch so bleiben. Abgesehen von den Wiesenten, die man übrigens auch nicht zwangsläufig immer sieht, denn die kommen nicht einfach so zum Zaun, ist die Wiesentwelt ein ganz besonderer Ort der Stille. Das Einzige, was man an einem so schönen Wintertag hier hört, sind tatsächlich die Tiere. Wer also gestresst ist und einfach mal raus will, ab nach Bad Berleburg. Das war ein kurzer Clip aus unserem Südwestfalen-Ausflugsvideo. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann guckt doch mal hier unten, denn da gibt es die ganze Folge. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Ausflugsziele aus NRW sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal.